Mega cool, dass du wieder dabei bist. Wir sind wieder zurück aus Spanien. Schon seit 1,5 Wochen jetzt. Genau, wir sind wieder gut hier angekommen und haben in unseren Alltag zurückgefunden. Juli hat sein drittes Ausbildungsjahr jetzt gestartet und im September, finde ich, steht immer so viel Neues an. Genau, und ich bin auch wieder richtig drin in meinem Mama-Alltag. Ich nehme euch da täglich mit, hier auch auf Insta, folgt mir da gerne. Da habe ich sowieso gerade eine Fragerunde gemacht und beantworte da eure Fragen. Wir hatten die letzten Wochen, also direkt nach Spanien, waren wir alle ziemlich krank. Romeo hatte Fieber, dann hatte er Husten und wir waren mehrmals beim Kinderarzt. Der Husten ist jetzt fast weg, aber der ganze Schleim ist noch hier. Man hört es richtig, er röchelt so richtig und deswegen werde ich auch nochmal zum Kinderarzt gehen, um ihn abhören zu lassen. Dann hatten Julio und ich einen Tag Magen-Darm oder irgendwelche Magenprobleme. Also ja, im Endeffekt geht es uns wieder gut. Genau, meine Stimme ist noch ein bisschen heiser, aber die wird langsam auch wieder besser. Und jetzt, ich dachte, heute nehme ich euch mal wieder ein bisschen mit, so wie so oft schon. Aber ich habe richtig Lust, euch heute einen kleinen Vlog zu drehen, euch mitzunehmen. Heute ist voll das Herbstwetter und ja, das bietet sich irgendwie an. Genau, von daher freut euch auf einen Mama-Vlog und auf meinen Alltag, auf meinen chaotischen Alltag hier zu Hause mit Baby und Hund. Und jetzt, bleibt sehr gerne dran und folgt mir auf YouTube und auf Insta. Du bist auch eine kleine Rakete. Übrigens liebt es Romeo gerade überall sich hochzuziehen. Gell? Und hat jetzt schon ein erstes Zähnchen. Versucht, dieser kleine Mann mitzuhelfen und zu erkunden. Romeo, was soll das? Nee, nee, nee. Die Wohnung habe ich jetzt halbwegs aufgeräumt und da hinten seht ihr schon mein Stativ, denn ich will euch jetzt was zeigen, was vor ein paar Tagen angekommen ist. Freunde, und zwar ist dieses Paket vor ein paar Tagen angekommen. Als ich von Spanien zurückkam, stand es vor unserer Tür und ich habe mir dieses Play-Kit für den 7. und 8. Monat bestellt und ich freue mich so sehr, das mit euch gemeinsam aufzupacken und euch so ein bisschen die Spielzeuge zu zeigen. Also bleibt gern dran, wenn euch das interessiert. Ich habe jetzt schon die zweite Box von Love Every und ich bin verliebt, weil Romeo die einfach so sehr nutzt im Alltag. Also dieses Play-Kit, diese Spielbox heißt Inspector, also für Kinder von 7. bis zum 8. Monat und ich freue mich jetzt richtig, die mit euch gemeinsam auszupacken und Romeo kommt auch schon und freut sich, weil es neue Spielsachen für dich gibt, ne? Er spielt nämlich hier mit den Spielsachen für den 6. Monat, haben wir hier immer noch und mit denen spielt er wirklich täglich. Dieses Ding höre ich jeden Tag, diese Kugel, jeden Morgen. Dieses Spiel habe ich so oft als Werbung angezeigt bekommen. Das ist quasi einfach mit so einem Ball verbunden und den kann das Baby dann hier rein. Dann verschwindet der Ball kurz wie in so einem Tunnel. Da, da rein. Ihr wisst ja, ich habe beim letzten Mal auch wieder alles auf Spanisch bestellt. Und ich habe schon gesehen, dass es auch in diesem Play-Kit spanische Karten gibt, beziehungsweise Karten in der Sprache, die eben ausfällt, mit verschiedenen Symbolen drauf. Da kann man hier das abmachen, schaut mal. Richtig, richtig cool. Und dann, hier seht ihr die Kamera. Und die Karten sind total hochwertig. Also das sind richtig feste Karten, die mega, mega gut in der Hand liegen. Dann gibt es noch ein Buch, Meine ersten Zeichen.
Vielleicht kann sich jemand an mein letztes Video erinnern, wo ich das vorgestellt habe. Es war quasi ein Körperteilbuch. Und jetzt kommt das zweite Buch auf Spanisch, was wir überhaupt haben. Und da gibt es eben meine ersten Zeichen. Und es ist auch mega cool, alles auf Spanisch, dass Juli auch mit ihm das schon quasi üben kann. Und hier kann man quasi so Zeichensprache bzw. Babysprache dem Kind beibringen, damit es uns verständlich zeigen kann, was es denn möchte. Zum Beispiel hier ist es, me gustaría comer algo de verdura. Also dann soll das Baby so machen. Dann haben wir noch dieses Spielelement. Das ist auch total toll, da in verschiedenen Farben. Da kann man erstens Dinge drin sammeln und zweitens kann das Kind quasi auch die Größen und die Farben sortieren. Ah, das haben wir schon öfter mal gehört, als wir die Box aufgemacht haben. Hier sind nämlich zwei Rasseln drin. Also super gut wieder in der Hand zu halten. Kein Plastik. Richtig, richtig perfekt. Also da wird Romeo große Freude haben. Hier. Dann haben wir noch hier. Was ist das? Das finde ich ja mal richtig süß. Ich habe mich erst gefragt, was das ist. Und jetzt habe ich es gerade nachgelesen. Das ist wie so ein erstes Puzzle, wo man quasi diese Abdeckung wieder hier drauf machen soll. Und hier drinnen ist dann ein lachendes Gesicht. Und dass das Baby quasi... Romeo verschiebt immer meine Kamera. Sorry. Mit Kind das abzufilmen ist ein bisschen anders. Schon wieder, Romeo? Jetzt haben wir wirklich schon einige Sachen von Love and Me und die werde ich jetzt hier nochmal neu organisieren, dass alles seinen Platz hat. So, das ist unsere heiß begehrte Spielecke und die räume ich jetzt mal ein bisschen auf. Jetzt habe ich die Spielecke wieder fertig organisiert. Schaut mal, ich habe hier oben einfach verschiedene Angebote, die ich dann ihm runtergebe. Genau, wenn er mal wieder Variation braucht, wie hier den Stapelturm oder hier auch das Puzzle, die verschiedenen Karten. Ich finde die auch optisch so schön. Genau, dann habe ich hier die Sachen, mit denen er am meisten spielt, gerade auch die Kugeln und hier die ganzen anderen Spielsachen und natürlich unsere Bücher. Wir sind jetzt auf dem Weg nach draußen, beziehungsweise ich ziehe jetzt Romeo an. Ich finde es ganz komisch, dieses Wetter. Es ist so herbstlich, aber trotzdem nicht kalt genug, um ihm eine dicke Jacke anzuziehen. Deswegen nehme ich jetzt so eine, aber er ist ja krank, wisst ihr, deswegen nehme ich trotzdem eine Mütze und so eine Strickjacke mit. Und dann geht's raus mit dem Kinderwagen. Genau, noch eine Runde spazieren und da kommt ihr wieder mit. Anziehen ist für uns auf jeden Fall das Hassthema. Romeo und ich haben hier immer einen Kampf. Weil er sich immer drehen möchte. Früher war es so entspannt, so ein Baby anzuziehen. Das ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr der Fall. So, wir sind jetzt draußen. Wir haben es geschafft. Ich habe euch doch gezeigt, dass Romeo eine Jacke anhatte. Die habe ich ihm wieder ausgezogen, weil es so warm war. Es ist Herbst und ich will Herbst haben. Es ist Ende September und ich heule rum wegen dem Wetter, ich weiß. Aber kennt ihr das? Ich habe so Lust auf kälteres Wetter. Das werde ich wahrscheinlich in ein paar Monaten bereuen, weil es in Deutschland ja überwiegend immer kalt ist. Aber ja, irgendwie finde ich es schwierig, gerade dem Baby was anzuziehen, weil er ist ja immer noch quasi erkältet. Ich habe ihm jetzt trotzdem eine Mütze angezogen und so einen leichten Pulli. Genau, weil... alles andere wäre viel zu warm. Wir drehen jetzt unsere Runde und um 6 Uhr kommen schon Leute zu uns, nämlich unsere Kleingruppe, unsere Spanische. Deswegen kann ich jetzt nicht so lange raus, aber ein bisschen laufen tut auf jeden Fall gut. Schaut mal, richtig süß von meiner Nachbarin. Hat sie uns einfach vor die Tür gestellt. Und wir sind wieder zu Hause. Deswegen heißt es für mich, die Abendstimmung beginnt. Ich mache erstmal unsere Kerzen an. Jetzt kommt ja auch gleich Besuch. Und diese Kerzen geben einfach so einen schönen Vibe. Haben wir hier noch eine, die mache ich auch an. Schaut mal, wer angekommen ist. Der Papa. Schau mal, das ist so süß. Romeo fängt richtig an, ihn so zu begrüßen und zu ihm zu krabbeln. Romeo, hola, gordo. Hola, amigo, lindo. Wir bekommen ja jetzt gleich Gäste und deswegen bereite ich immer so was Kleines vor. Und jeder bringt immer so ein bisschen was mit. Und heute gibt es verschiedene Snacks. Jetzt muss ich nur aufpassen, weil immer wenn Romeo kommt, will der natürlich alles vom Tisch haben.
gegessen vorm Schlafengehen und jetzt werde ich mich duschen. Ich fühle mich so nackt ohne Ohrringe, Leute. Irgendwie, ich weiß nicht, ich habe immer Perlenohrringe an, immer. Und jetzt fühle ich mich so richtig naked ohne die. Also, ja, heute war auf jeden Fall ein guter Tag. Ich habe euch ja den ganzen Tag eigentlich über mitgenommen und bin froh, so viel geschafft zu haben, so viel aufgeräumt zu haben. Je nachdem, wie kurz oder lang der Vlog ist, werde ich euch morgen auch noch ein bisschen mitnehmen. Wenn nicht, ist es jetzt der letzte Part im Video und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin ein bisschen angespannt, weil ich überhaupt nicht Lust habe auf die Nacht. Ja, weil die einfach sehr herausfordernd sind und ich mega müde und erschöpft einfach bin. Die Nacht ist für mich aktuell eher Arbeit anstatt Erholung. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall, dass du dran geblieben bist bis hier. Und genau, wir sehen uns auf jeden Fall bei dem nächsten Video. Bleibt dabei, dann folgt mir gerne und wir sehen uns. Adios.